heiße Sie recht herzlich willkommen. Mein Name ist Peter Holländer, ich bin von der Rheinland Campus GmbH und möchte Ihnen heute etwas erzählen über den Wert von IT-Zertifizierung. Microsoft hat uns eingeladen, diesen Vortrag für Sie hier heute zu machen, weil auf der einen Seite natürlich der TÜV Rheinland ein sehr großer Zertifizierer ist, die neben Produktzertifizierung auch Personenzertifizierung anbieten. Auf der anderen Seite der TÜV Rheinland Campus als größter deutscher Trainingsanbieter für zertifizierte Microsoft-Kurse dort komplett in Deutschland vertreten ist. Schauen wir mal auf die Agenda dieses Vortrags. Wir werden also gleich starten mit einem Überblick über das Microsoft-Zertifizierungsprogramm. Danach werden wir weitergehen und uns die Werte für Unternehmen, für Organisationen mal etwas genauer ansehen. Vielleicht mal eine Frage in die Runde hier. Wer fühlt sich da angesprochen? Präsentiert also hier als Manager, IT-Entscheider. Das Frager, okay. Dann gehen wir mal weiter. Der dritte Teil, da geht es dann um die Leute, die sich selber zertifizieren. Also die Freelancer, die Mitarbeiter, die durch eine Zertifizierung nachweisen, dass sie ein bestimmtes Wissen zu verschiedenen Produkten dementsprechend haben. Fühlt sich da jemand angesprochen? Okay, also haben wir die Mehrheit hier mal. Gut, und last but not least, am Ende werden wir uns dann angucken, wenn ich so eine Zertifizierung vorhabe, wie ist der Weg, wie bekomme ich letztendlich mein Zertifikat. Gut, bevor wir in unserer IT-Cloud, unserer IT-Wolke verschwinden, wollen wir mal zwei Beispiele aus dem richtigen Leben machen, wo wir ja auch Werte drauflegen, dass zertifizierte Leute am Arbeiten sind. Sie können sich vorstellen, wenn Sie irgendwo eine OP vor sich haben, dann legen Sie auch Wert drauf, dass der OP-Messerführer, der also dort an Ihnen rumarbeitet, dass der eine gute Ausbildung hat und auch sein Wissen durch eine Prüfung, durch eine Zertifizierung nachgewiesen hat. Und das Gleiche gilt auch für Piloten. Wer ein Flugzeug fliegt, sollte auch dafür qualifiziert sein. Ja, und das ist auch ein schönes Beispiel. Ich möchte schon, dass der vorne im Cockpit sitzt, für das Flugzeug zertifiziert ist, in dem wir uns gerade befinden. Ja, nicht, dass ich hier im neuesten Airbus bin und der gute Mann hat irgendwann mal auf einer uralten Piper oder Boeing 707 seine Prüfung gemacht. Da wäre ich nicht mit einverstanden. Gut, gucken wir jetzt einmal auf das Microsoft-Zertifizierungsprogramm, was hier dargestellt ist. Was wir sehr schön sehen, ist, dass wir eine mehrstufige Zertifizierung haben. Das heißt, es gibt Einstiegszertifizierung, Aufbau- und Top-Zertifizierung. Und wir sehen links IT-Zertifizierung und auf der rechten Seite Anwenderzertifizierung. Gleich im Anwenderzertifizierungsprogramm geht es hauptsächlich um Office-Anwendungen, Excel, PowerPoint, Access und ähnliches, wo ich dort auf dem unteren Level Microsoft Office Specialist werden kann, MOS, MOS abgekürzt, ja, aber danach über weitere Prüfungen zum Expert und zum Master mich fortbilden und fortzertifizieren kann. Wesentlich umfangreicher ist das IT Professional und Developer Zertifizierungsprogramm hier auf der linken Seite, aber auch da gibt es eine Grundzertifizierung, Microsoft Technical Associate, MTA. Ja, eine Zertifizierung, die bis vor kurzem nur für Studenten und Auszubildende verfügbar war, jetzt aber auch am Markt frei verfügbar ist. So, darauf aufbauend kommen dann die richtigen Professionals, nenne ich es mal. Ja, das ist für die IT-Pros ist das der Solution Associate, MCSA, oder für die Entwickler ist das der MCSD, der Solutions Developer. Ja, und für die IT-Pros obendrauf kommt dann die höchstwertigste Zertifizierung im Moment der MCSE, ja, Solutions Expert. Früher hatte Microsoft ähnliche Abkürzungen, aber mit anderen Bedeutungen. Dann seien Sie also nicht verwirrt, wenn Sie lange schon im Geschäft sind. Die Abkürzungen sind wieder da, die Bedeutung ist aber inzwischen eine andere. So, wenn man sich also hier für die richtige Level entschieden hat, muss man im nächsten Schritt entscheiden, für welches Produkt lasse ich mich zertifizieren. Ja, und es gibt so gut wie für alle Microsoft-Produkte eine Zertifizierung. Links finden wir die Server, die nicht alle draufpassen, also auch für die Leute, die mit System Center arbeiten, Private Cloud-Lösungen machen, auch da gibt es was. Ist jetzt hier nicht drauf, aber die meisten Sachen finden Sie hier. Desktop sind die kleinen Betriebssysteme, Windows 7, Windows 8, demnächst Windows 10. Anwendungen, Office 2007, 2010, 2013.
oder für Administratoren auch die Office 365, also Administration in der Cloud. Datenbank, sehr umfangreiche Zertifizierungsprogramme für den SQL-Server und für Entwickler natürlich für alle Entwicklungsplattformen von Visual Studio über Azure, Cloud-Entwicklung und so weiter gibt es entsprechende Prüfungen. So, wenn wir uns jetzt angucken, wie so ein Weg zu einem Zertifikat aussieht in der Roadmap, bitte nicht erschrecken, Sie müssen nicht alles lesen, was hier steht. Ja, soll aber mal zeigen, wie das Konzept ist. Das Konzept ist, es gibt mehrere Tracks, hier farblich dargestellt, geht also los mit dem Client-Track oben in lila, Server-Track in grün, Productivity, Office 365 und ähnliches in dunkelgrün, ja, Datenbank ist blau und violett sind die kompletten Development-Sheets. Was wir hier aber sehr schön sehen, ich starte mit dem MTA, wobei der MTA optional ist, ich muss ihn nicht vorher machen. Ich kann also auch ohne den MTA direkt auf den nächsten Level einsteigen. So, danach gibt es dann die entsprechenden MCSA oder MCSD-Zertifizierungen und dazu sind immer mehrere von diesen kleinen weißen Punkten, die wir jetzt etwas größer machen mal für den Server-Track, damit man das etwas besser erkennt. Das gleiche gilt natürlich auch für die anderen Tracks. Beim Server gibt es also die Grundprüfung, die 410, 411, die Administrationsprüfung, 412, eine erweiterte Konfigurationsprüfung. Und mit diesen drei Prüfungen, wenn ich die bestanden habe, habe ich also diese MCSA-Zertifizierung. Kann mich dann spezialisieren. Kann also sagen, okay, ich bin jemand, der in einem Rechenzentrum, einem Datacenter aktiv ist, die Server betreut. Kann ich den MCSE für die Serverinfrastruktur machen? Oder ich bin in einem Unternehmen, die viele Client-Deployments macht, also viele Arbeitsplätze ausrollt. Ja, dann gibt es dort die entsprechende Spezialisierung für den Desktop-Infrastructure-Bereich. Oder ich bin in einem Rechenzentrum für Private-Cloud-Strukturen. Dann gibt es Zertifizierungen, die mit dem System-Center-Produkt zusammenhängen. Ich kann dort dann entsprechend die Private-Cloud-Zertifizierung machen. Ja, also das muss ich mir immer genau angucken, was ist mein Job, wo will ich mein Geld mitverdienen, wie will ich mich dort entsprechend nach außen darstellen und wähle mir dann die richtigen Prüfungen, um zum richtigen Ziel zu kommen. Fragen machen wir hinterher, okay? Gucken erstmal, wie wir mit der Zeit hinkommen. Machen wir Fragen hinterher kurz, okay? So, als Erweiterung dazu, von der Microsoft mal einen Schritt weiter zum TÜV Rheinland. Auch beim TÜV Rheinland haben wir ein umfangreiches Zertifizierungsprogramm. Dort sind die Kollegen von TÜV Rheinland per CERT aktiv für uns. Und die haben 400 Zertifizierungsprogramme in einer Datenbank Certipedia stehen. Da geht es nicht nur um IT-Zertifizierung. Ja, da geht es auch um medizinische Sachen, da geht es um Bautentechnik. Ja, aber natürlich auch IT-Sachen wie IT-Security-Beauftragter, IT-Security-Auditor, IT-Datenschutzbeauftragte und so weiter. Also auch hier gibt es herstellerunabhängig weitere Zertifizierungen, die dort entsprechend angeboten werden. Pro Jahr 30.000 Leute werden zertifiziert, also jetzt auch wirklich eine nennenswerte Zahl, die wir hier haben. Hier unten sehen wir mal ein TÜV Rheinland Prüfzeichen, mit dem also dann jeder Zertifizierte dementsprechend Informationen auf seiner Website und ähnliches geben kann. Die sind dann auch in dieser Certipedia-Datenbank genau beschrieben. Was wurde abgeprüft, was sagt das Zertifikat aus? Ein Beispiel, wo wir als TÜV Rheinland Campus mit dem PERCERT-Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten, ist hier eine neue Zertifizierung, die auf den Microsoft MCSA aufsetzt, wo ich durch zwei Tage Zusatz-Security-Themen alles, was rechtliche Ansprachen angeht, was ISO-Standards angeht und so weiter, nachweisen kann. Das sind also hier Security-Themen drauf habe und dann später bei einem möglichen Audit, was ich in meinem Unternehmen habe, mit dem Auditor vernünftig kommunizieren kann. Dann gibt es also eine Aufsatzzertifizierung zum MCSA, die endet mit dem IT Security Professional TÜV. So, hier haben wir nochmal einige Punkte, wie sich TÜV Rheinland PERCERT nach außen auch darstellt. Ich will dort zwei Begriffe mal hervorheben. Das ist einmal Nachweis der Kompetenz, und zwar Nachweis durch ein unabhängiges Prüfinstitut, also nicht an einen Herstellergrund, sondern unabhängig davon, was auch eine gewisse Wertigkeit hat. Und der zweite Punkt hier von der rechten Seite ist Qualität, dass ich also durch meine TÜV-Zertifizierung dann die entsprechende Qualität auch nach außen darstelle. Ja, das sind also die
Oberbegriffe, die ich hier davon mal nennen möchte. Gut, jetzt kommen wir mal zu dem Hauptpunkt, den wir hier haben. Und zwar, welche Business-Werte habe ich als Unternehmen, als Organisation von meinen Zertifizierungen der meiner Mitarbeiter? Wenn ich also sage, okay, ich investiere in Ausbildung plus Zertifizierung, was bringt mir das? Ja, hier sind einige Zahlen, die wir aus der EDC-Studie dort entnommen haben, die also eindeutig zeigen, dass zertifizierte Mitarbeiter in Unternehmen und in Projekten die Projekte sehr viel effektiver abarbeiten können, die dafür sorgen können, dass hier Projekte zeitgerecht zu bestimmten Punkten geführt werden. So, als Fazit daraus kann man also grundsätzlich schon mal sagen, für Unternehmen ist es wichtig, zertifizierte Mitarbeiter in den Teams, in den Projektteams mitzuhaben. Als Empfehlung wird mindestens 40-50% genannt, aber in der Praxis kann man davon ausgehen, je mehr meiner Mitarbeiter zertifiziert sind, umso höher ist meine Produktivität, umso besser laufen meine Projekte. Das haben die Studien also einwandfrei nachgewiesen. Noch ein paar Zusatzbenefits aus dem richtigen Leben. Was bringt mir das Zertifikat als Firma noch? Für viele Ausschreibungen und Projektausschreibungen sind zertifizierte Mitarbeiter Grundvoraussetzungen. Wenn ich da nichts nachweisen kann, dann komme ich gar nicht über die erste formelle Hürde, kann also keine Ausschreibung gewinnen. Oder ganz wichtig auch hier, da hinten stehen die Kolleginnen von Partnermanagement. Wer Microsoft-Partner werden will, im Partner-Network, muss mindestens 2 zertifizierte Mitarbeiter haben, um dann ein Silver-Partner oder später mit mehr zertifizierten Mitarbeitern ein Gold-Partner zu werden. Für mich als Trainer, der ich auch nebenbei bin, Test after Training ist ein wichtiger Faktor. Wenn Sie als Unternehmen Ihren Mitarbeiter sagen, du gehst zum Test, wir investieren in dich, 5 Tage, 10 Tage Training, ja, aber du musst auch alles lernen. Wenn wir ihm sagen, okay, du wirst hinterher einen Zertifizierungstest machen, können Sie als Unternehmen davon ausgehen, der Mann, die Frau passt wirklich die ganze Woche oder die 10 Tage auf. Während er, wenn er nur so zum Kurs geht und keine Prüfung hinterher machen muss, dann guckt er sich hauptsächlich die Sachen an, die für sein Daily Business im Moment wichtig sind. Und alles, was links und rechts daneben ist, das ist dann mit lower priority, wie man das so schön sagt. Also ist hier schon ein entsprechender wichtiger Faktor, den man hier haben kann. So, ein Punkt, der hier unten als letztes auf der Folie steht. Wenn Unternehmen in ihre Mitarbeiter und Zertifizierung investieren, schafft das eine Vertrauenskultur zwischen Mitarbeiter und zwischen Unternehmen. Ja, das heißt, es gibt ein gutes Zusammenarbeiten. Der Chef sagt, okay, du gehst auf den Kurs und du wirst zertifiziert. Dadurch steigerst du deinen Wert, aber das ist auch für unser Unternehmen gut. Das heißt, die Vertrauensbasis ist dann besser, als wenn man immer nur sagt, geh einfach mal auf den Kurs und dann musst du den Rest einfach so abarbeiten. Also Zertifikat schafft auch Vertrauen. So, jetzt kommen wir, oben hat die Farbe gewechselt, zu dem, was, wenn Sie selber sich zertifizieren wollen, als Mitarbeiter, als Freelancer, was das Ganze bringt. Ja, auch hier zuerst ein paar Zahlen, die wir aus Studien entnommen haben. Und die zeigen bei der Personalauswahl, Auswahl für Projekte, wenn unsere Leute für Projekte gesucht werden, im Unternehmen oder auch von extern als Freelancer und natürlich auch Auswahl bei Einstellungsszenarien, wenn also neue Mitarbeiter eingestellt werden sollen, ist immer noch die Zertifizierung ein ganz wichtiger Punkt, um zumindest die ersten Hürden zu schaffen und zu einem Vorstellungsgespräch zu kommen und sich dann noch besser verkaufen zu können. Wenn Sie also mehrere Mitbewerber haben, die sich um einen Job streiten oder bewerben, ja, und Sie haben dann entsprechende aktuelle Zertifizierung nachzuweisen, Ihr Mitbewerber hat das nicht, haben Sie schon mal einen gewissen Vorsprung. Und diesen Vorsprung sollen Sie dann nutzen, um später in den entsprechenden entscheidenden Gesprächen sich dann optimal zu verkaufen. Ja, aber auch hier neben reinen Zahlen noch ein paar Punkte, die auch wichtig sind, die Ihnen als Mitarbeiter oder freiberuflicher Freelancer hier entsprechend weiterhelfen. So, gute Voraussetzung für mehr Gehalt, also die Chefs jetzt mal gerade weghören. Natürlich ist klar, wenn ich hochwertige aktuelle Zertifizierung habe, dass mein Wert am Markt steigt und entweder der Mitbewerb oder andere Abteilungen bleiben Unternehmen mehr Interesse zeigen. Nein, das heißt, ich kann mich dann auch besser verkaufen, das ist undiskutabel. Ja, Sie kommen
auf dem Weg über die Zertifizierung an bestimmte Herstellerinformationen ran, die Sie sonst nicht kriegen. Ja, Sie können MSDN-Accounts günstiger kriegen und so weiter. Nein, also der Weg zur Information ist für zertifizierte Leute bei den Herstellern immer leichter als für nicht zertifizierte Leute. So, für bestimmte Stellen braucht man Zertifizierung, zum Beispiel wenn Sie als technischer Trainer tätig sein wollen. Ja, und zum Beispiel für uns als Trainer dort Kurse durchzuführen, müssen Sie Microsoft Certified Trainer sein. Ja, ohne dem hat man überhaupt keine Chance, diesen Job zu machen. Nein, also auch da ist das Ganze wichtig. Und ja, den mittleren Punkt mit dem Engagement und Zielstrebigkeit möchte ich nochmal hervorheben. Ja. Wenn Sie gegenüber Ihrem Chef nachweisen können, dass Sie immer, wenn Sie Kurse gemacht haben, danach auch zeitnah Zertifizierung gemacht haben, ja, dann ist das ein Nachweis, dass Sie ein gewisses vernünftiges Arbeiten und ein zielstrebiges Arbeiten umsetzen können. Ja, also auch das ist ein Faktor, der Ihnen in Ihrem beruflichen Werdegang ganz sicher hilft. So, jetzt nochmal für die Chefs, die jetzt hier sitzen und sich gerade durchrechnen, was das Leben teurer wird. Ich denke mal, den Richard Branson kennen Sie alle von Virgin, der große Chef, die ja nicht nur Schallplatten, sondern inzwischen einiges mehr machen. Der zweite Punkt ist wichtig, behandeln Sie Ihre Leute immer so gut, dass die gar nicht weg wollen von Ihnen. Ja, das heißt, Vertrauenskultur kommt hier wieder an. Arbeiten Sie mit Ihren Mitarbeitern eng zusammen, schaffen Sie Vertrauenskultur, investieren in Zertifizierung, ja, aber halten Sie Ihre Leute, denn gute Leute in der IT sind nicht einfach zu finden, wie wir überall nachlesen können. So, wenn diese Gründe Sie überzeugt haben, so eine Zertifizierung anzufangen, ja, dann sollten Sie natürlich auch den Weg kennen, wie komme ich zu meinem Zertifikat. So, der erste Schritt ist die Ausbildung, dass Sie sich ausbilden für ein bestimmtes Produkt, für eine Funktionalität oder ähnliches. Ja, und dort haben Sie mehrere Optionen, wie Sie die Ausbildung machen können. Die erste Option von uns, Best Choice, also empfohlen, nicht nur von uns, sondern auch von den Herstellern wie Microsoft. Ja, besuchen Sie Trainings. In einem Training haben Sie die Möglichkeit, mit einem zertifizierten Trainer, mit Mitlernenden, anhand von Originalherstellerunterlagen, anhand von Übungen in Original-Lernumgebungen, dort das, was Sie lernen, auch auszuprobieren, zu diskutieren mit den Trainern, nachzufragen, inwieweit Ihr Mittelpunkt vielleicht noch nicht ganz verstanden wurde und so weiter. Ja, wir als TÜV Rheinland Campus bieten also unterschiedlichste Trainings an. Das geht vom 5-Tage-Standardkurs über berufsbegleitende Wochenendseminare, über Online-Trainings, über sogenannte Fast-Tracks für Leute, die also schon einiges an Wissen haben, aber nur die Zertifizierung noch vor sich haben. Ja, sodass Sie also dort den für Sie besten Weg einer Ausbildung auswählen können. Sie finden auf Ihrem Platz vermutlich mal so einen kleinen Flyer, wo diese verschiedenen Optionen alle mal sehr schön beschrieben sind. Nehmen Sie ruhig mit, lesen Sie dann später mal in Ruhe durch. Wir haben auch einen Kollegen hier, der Herr Trautvetter vom TÜV Rheinland Campus hier in Hannover. Wenn Sie später noch Fragen oder haben, steht er Ihnen nach meinem Vortrag und etwas später auch gerne noch zur Verfügung. So, für die Leute, wo aus Termingründen oder ähnliches ein Kurs, ein Training im Moment gerade nicht zum Tragen kommt, gibt es aber auch die zweite Option, Self-Study. Ja, für eine Microsoft-Zertifizierung müssen Sie nicht zwingend einen Kurs gehört haben. Bei anderen Herstellern und Zertifizierern mag das anders sein. Ja, hier ist es so, wie Sie sich auf die Prüfung vorbereiten, bleibt Ihnen überlassen. Für Self-Study gibt es unterschiedlichste Optionen. Es gibt natürlich Standardbücher, die man sich kaufen kann. Es gibt im Internet sehr viele Ressourcen. Ja, Microsoft selber betreibt ja seit einiger Zeit die Microsoft Virtual Akademie. Da sind dort vorne auch Kolleginnen und Kollegen, die dort einen Stand haben. Wer da mal reinschauen will, ist herzlich eingeladen. Dort gibt es interessante Online-Lernmedien, unter anderem auch von TÜV Rheinland Campus. Wir haben also da jetzt ganz aktuell was eingespielt für Virtualisierung für Einsteiger, wie ich Cloud-Lösungen mache, System Center und ähnliches. Ja, gucken Sie einfach mal rein, kann man sich kostenlos registrieren und kann dort die ersten Schritte machen und dann entscheiden, mache ich weiter mit Selbststudium oder nutze ich jetzt einen Kurs, um mich für die Zertifizierung ganz klar zu machen.
wenn Sie dann sich fit fühlen, die dritte Option verrate ich übrigens nicht. Sie können natürlich so einen Test so oft machen, bis Sie nicht mehr können. Ich glaube, 5 Versuche hat man und dann hat man 12 Monate Pause. Ja, aber ist, denke ich mal, nicht wirklich eine realistische Option, sich für eine Zertifizierung vorzubereiten. Kosten ja auch Geld, 150 Euro ein Test und bei Wiederholungen kommt das natürlich dann mehrfach zum Tragen. So, wenn Sie sich dann fit fühlen, können Sie zum Test kommen. Die Tests sind weltweit einheitliche Tests, die dort durchgeführt werden. Und zwar in unterschiedlichen Sprachen. Es gibt jeden Test natürlich in Englisch, aber die meisten Tests sind auch in Deutsch und in anderen Sprachen verfügbar. Die Durchführung für Microsoft-Zertifizierungstests läuft über einen Zertifizierungspartner Pearson View. Und die Office-Sachen, also MOS, Microsoft Office Specialist, laufen über einen Partner CertiPort. So, dort können Sie sich online anmelden oder Sie melden sich über einen Schulungsanbieter an. Auch hier können Sie dementsprechend dort für diese Prüfung anmelden. Für die Prüfung gibt es feste Richtlinien, die man einhalten muss. Closed-Book-Prüfungen, wie oft man wiederholen kann und solche Geschichten. Am Ende der Prüfung bekommen Sie ein Pass oder, wenn es nicht geklappt hat, fehlt hinaus, können dann wiederholen, was aber in der Regel dann kostenpflichtig ist. Außer Sie nutzen gerade eine laufende Aktion. Im Moment läuft noch bis Ende Mai die Second Shot Aktion. Das heißt, wenn man beim ersten Mal kein Glück hat oder knapp scheitert, die kann man noch einmal kostenlos wiederholen. Eine weitere Aktion, die jetzt ganz aktuell angekündigt wurde, ist für Windows 10 Zertifizierung. Wenn Sie jetzt eine Windows 8 Zertifizierung machen, bekommen Sie Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres die Windows 10 Zertifizierung kostenlos. Ja, also da muss man ein bisschen gucken. Es gibt immer Aktionen, die einem die Zertifizierung etwas näher bringen. Und last but not least haben wir nochmal hier so eine Zusammenfassung. IT-Zertifizierungen sind ein Erfolg für alle Beteiligten. Glauben Sie es mir, wenn jemand aus dem Testcenter rauskommt, der mag vorher auch nicht so gut gelaunt da reingegangen sein, wenn er den Prüfung bestanden hat, egal ob mit einem Punkt oder mit 100 oder 1000 Punkten, ja, der ist zufrieden, der ist motiviert, zurück zu seinem Arbeitsplatz zu gehen, ja, und seinen Job da bei der Arbeit vernünftig fortzusetzen. So, wer Fragen hat, kann gleich hier vorne noch gerne vorbeischauen, sonst möchte ich mich herzlich bedanken und wünsche Ihnen noch eine schöne CeBIT-Tour.